Name ist Tobias Reichel, Schiedsrichter seit 2000. Mein Heimatverein ist der GSV Meichingen und wohnhaft bin ich in Stuttgart. Faszination Fußball ist eigentlich, dass es über die ganze Welt hinweg einfach gespielt wird. Ja. Und dass sich das letztendlich dann auch so mit meinem Hobby dann verbinden lässt, das begeistert einen und es macht einfach eine Menge Spaß. Der schönste Moment ist natürlich der erste Anpfiff dann in der Bundesliga. Es ist ein Traum, da hat man Gänsehaut, geht dann schon auch noch mal kurz ein kleiner Film ab, aber dann konzentriert man sich auch wieder auf die anstehenden Minuten. Und das erste Spiel war dann bei Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Einfach ein Erlebnis, zwar damals noch ohne Zuschauer, aber halt trotzdem ein persönliches Highlight absolut in der Karriere. In meinem Hauptberuf bin ich im Marketing tätig, bei einer privaten Krankenversicherung und erstelle da letztendlich Verkaufsunterlagen und bin dann letztendlich für den Außendienst dann die unterstützende Kraft. Klar, man merkt auch im Berufsleben, wenn man dann irgendwie dann auch mal ins Gespräch kommt und dann auch von seinem Hobby dann erzählt, das ist schon was Besonderes, gibt es dann auch viele Nachfragen und auch Interesse letztendlich da auch mal dann so eine Person dann auch näher kennenzulernen. Privatleben ist letztendlich tatsächlich dann auch Familienleben, da jetzt auch mit Frau und Kind und da einfach dann auch die Akkus wieder aufzuladen, also sprich in der freien Zeit dann auch zu reisen. Wir waren auf Kuba beispielsweise, Australien, aber jetzt auch vor kurzem dann mit dem Camper in Norditalien, haben da die Seen abgeklappert. Auch da dann viele, viele Radtouren und sonstige sportliche Aktivitäten, um halt da einfach ein Stück weit auch fit zu bleiben und das dann zu kombinieren mit der Familie. Früher Akkordeon gespielt, aktiv, war dann auch da auf einem Wertungsspiel in Innsbruck in Österreich, sind da Vize-Weltmeister geworden im Orchester. Auch da war Vize-Weltmeister letztendlich die Gemeinschaft, also dadurch, dass wirklich im Orchester war das jetzt nicht nur meine Quetschkommode, in Anführungsstrichen, die ja den richtigen Ton gespielt hat. Ich bin damals dazugekommen, als meine Schwester auch gespielt hat und dann war das letztendlich einfach neben der Grundschule dann so eine musikalische Erziehung von meinen Eltern. Der peinlichste Moment war auf jeden Fall auf der Alm in Bielefeld, damals Zweitliga-Montagabendspiel mit einem zu frühen Abpfiff. Da war dann der Pfiff zwar schon durch, aber der Ball ist dann trotzdem auch im Tor gelandet. Du weißt, was du falsch gemacht hast. Am liebsten hätte ich einen Spaten ausgepackt, mir dann ein Loch gebuddelt auf dem Platz. Du hast halt die eine Szene, die kauert oder hängt ja auch noch mal ein bisschen nach, musst auch für dich dann verarbeiten. Aber das ist dann auch der Spaß oder auch dann letztendlich ja die Arbeit, die wir haben. Ja, dann musst du auch so mit den Fehlern auch umgehen, selbstkritisch daran gehen und dann halt einfach wieder bei den nächsten Spielern bei Null wieder anfangen. Die beste Botschaft für das Hobby als Schiedsrichter ist letztendlich durchzuhalten, ja, auch sich von Rückschlägen nicht kleinkriegen zu lassen, aktiv Spiele leiten zu dürfen. Das ist einfach ja, der Treibstoff, den ich da habe, Spaß zu haben und da einfach auch ein Teil in diesem Puzzlestück dann letztendlich auch zu sein, was dann ein ganzes Bild ergibt. Das ist einfach schön.